Ja, nee, Läufer B4 muss man machen hier. C5 ist nicht gut. Ja, der Riesenraumnachteil. Egal, was er macht. Das kann nicht gut sein, was er macht. Ja. Ja, alle haben immer mehr Partien als ich. Er stellt sich hinten rein, aber das ist eine seltene gute Idee. Vor allen Dingen mit dem Läufer auf B7. Der ist natürlich super passiv hier. Na? Kaoli spielt besser als wer? Was ist das denn? Ist nicht sein Ernst, oder? Ja, ich hätte die nehmen sollen direkt. Schlecht. Dann nehmen wir mal direkt die Stellung öffnen. Das ist aber nett. Lässt Dame H5 zu. Gut, G6 geht noch. Aber ist halt problematisch, weil sein Springer nicht ziehen kann. Ne? Läufer dahin, dahin ist eine Idee. Der Läufer nach E3. Komische Schach hier. A6. Interessiert keinen eigentlich, ne? A6. Verdoppeln wir einfach mal auf der F-Linie. Oder vertrippeln. G4, G5 ist eine Idee. Machen wir den. Noch mehr Schwächen. Naja, er will Springer A6 spielen, ne? Machen wir den. Wenn er den macht, mache ich den. Und wenn er den macht, mache ich den und dann den. Er kann natürlich darüber nachdenken, aber solange der Läufer hier steht, nehme ich einfach weg. Wir sehen vielleicht A3 hier. Ja, er verhindert. Jetzt muss ich selbst H4 machen, ne? Bevor er H4 macht, oder was? Okay, die Stellung ist inzwischen überhaupt nicht klar. H4 möchte ich, dass er macht. Weil dann habe ich Läufer G4 irgendwann. Ich stelle mich echt blöd an, ne? Gegen so eine schwachsinnige Eröffnung. Okay, jetzt kriege ich aber Läufer G4 hier. Aber ist das die Idee? Meine Dame steht total schlecht da. Der Zug ist logisch, mach den, meine Güte. Vor allen Dingen, ich bekomme ja G5 auch, wenn der Bauer hier steht. Okay, rechne. Läufer G4, HG4. Dann bekomme ich G5 als Idee. Und wenn er G5 macht, komme ich halt nach F5 rein mit dem Springer. Er spielt B5. Ja. Es gibt hier Läufer C5, Dame C5, Läufer D7. Ne? Dann hängt der C4. Einfach geschlossen halten hier. Meine Dame steht total schlecht da. Das ist Quatsch. Mann. Was hat er gemacht? B4, okay, das ist gut. Idee ist, irgendwann da reinzukommen, ne? Weg damit. Der Springer ist besser als der Läufer. Und jetzt hier, ne? Sein Läufer ist halt ziemlich tot. Ich muss nur meine Dame mein Spiel bringen wieder. Meine Güte, wie ich die da eingekerkert habe. Ich kann das nur König H1, Dame G1, Dame F2. Springer G, König H1 erstmal. Und die Idee ist, die Dame erstmal wieder ins Spiel zu bringen. Mein Springer ist natürlich besser als sein Läufer. Der ist ja total tot da hinten. Ich ärgere mich, dass ich so eine Eröffnung nicht einfach bestrafe, eher schon. So ein Anti-Schach. Was ist mit dem hier eigentlich die ganze Zeit? Er muss zurück. Na, weiter geht's nicht, ne? Dame dahin. Er geht zurück. Ist logisch.
Ich will die Dame nach G4 bringen. So. Na, er könnte F5 drohen. Ne, droht nicht. Den nehme ich einfach, dann hängt der H5. Na, da droht eigentlich 0, nix, ne? Ich kann erstmal Springer G4 machen. F5 kommt Springer dahin. Idee, Dame A2. Dame hängt. Das Gute ist, dass die Dame hängt und dass meine Dame gedeckt ist. Sonst könnte er einfach hier fesseln. Na, er hätte mit dem Turm nehmen können. Die Stellung war überhaupt nicht mehr klar. Ich habe das elendig verhunzt wieder. Ah.